In der S-Klasse ist er ja schon bekannt, der Hybridantrieb. Aber im Zuge des allgemeinen Strebens aller Hersteller nach der ultimativ umweltschonenden Form der automobilen Fortbewegung wird bei Mercedes-Benz nun auch die E-Klasse mit einem Hybridantrieb bestückt. Die genaue Modellbezeichnung lautet Mercedes E300 BlueTEC Hybrid und sie wird mit einigen konkurrenzfähigen Eigenschaften von ihren Ingenieuren auf die Straße geschickt. Der E-Klasse 300 BlueTEC Hybrid zeichnet sich vor allem erstmal durch seinen Verbrauch aus. Es ist die weltweit effizienteste Limousine im Premium-Segment, im Oberklasse-Segment, E-Klasse-Baureihen etc. Darüber hinaus ist es der erste Dieselhybrid, den ein Premium-Hersteller in den Markt gebracht hat. An der Karosserie sind keine Änderungen notwendig gewesen. In erster Linie ging es bei der Entwicklung des E300 Hybrid auch darum, die Fahrleistungen deutlich effizienter darzustellen, ohne dass Einbußen bei Fahrbarkeit oder Komfort hingenommen werden mussten. Das neue Modell verlangt von seinen Passagieren keinerlei Einschränkungen im Platzangebot, weder in Sachen Zuladung noch im Innenraum. Das Hybridmodul ist flexibel und modular auch in weiteren Baureihen einsetzbar. Also wir haben eine Lithium-Ionen-Batterie, auch eine Weiterentwicklung aus dem S400 Hybrid. Darüber hinaus ein Elektromotor mit 20 kW Leistung und 250 Newtonmeter Drehmoment. Dieses in Verbindung erlaubt, dass wir boosten können, also eine Unterstützung im Vortrieb durch den E-Motor. Rekuperieren natürlich, das heißt beim Bremsen wieder Energie einsammeln für die Lithium-Ionen-Batterie. Wir schalten den Motor bis zu 160 Stundenkilometer Fahrgeschwindigkeit aus. Wir nennen es Segeln. Das heißt, das Fahrzeug segelt dann, Verbrenner ist aus und wir rollen geräuschlos die Straße entlang und können dies auch noch forcieren, indem wir über das Plus-Pedal im Lenkrad auch die Rekuperationsleistung dort noch weiter reduzieren können und noch mehr segeln können, quasi segeln mit Rückenwind. Alle Hybridmodelle bieten übrigens das gleiche hohe Sicherheitsniveau wie ihre Pendants mit Verbrennungsmotor. Das Unfallverhalten wurde durch Crash-Simulationen entsprechend abgesichert. Im Herbst kommt der E300 BlueTEC Hybrid zu den Händlern. Die Preise beginnen bei 51.795 Euro für die Limousine. Das E-Klasse Hybrid T-Modell wird mit mindestens 55.008 Euro zu Buche schlagen.